Blanc, jedenfalls wenn ihr das gerade seht, weil dann ist der fertig und geschnitten. Ich beginne den jetzt. Es ist Dienstagabend und ich kann es nicht fassen. Ich habe vergessen, den zweiten Akku aufzuladen. Das heißt, der Akku, der in der Kamera drin ist, hat mir gerade erzählt, ich möchte gerade nichts mehr tun, ich bin leer. Und somit sitze ich hier vor meiner roten Wand, möchte eigentlich mein Video drehen zum Lesemonat. Ihr solltet dann das Video eigentlich schon gesehen haben, letzten Samstag. Tja, aber jetzt muss ich erstmal noch warten, bis der andere Akku aufgeladen ist und ich die Akkus wieder tauschen kann. Das ist irgendwie so ein Dauerproblem, wo ich mir denke, warum in aller Welt? Ja, dieses Problem braucht keiner. Aber gut, wie so ein neuer Dienstagsvlog, weil ich es erwähnt habe im Ostervlog. Und worum soll es gehen? Natürlich um das Buch, das ich an dem Osterwochenende nicht geschafft habe, und zwar von Ava Reed, For Good, über die Liebe und das Leben. Guckt euch gerne den Ostervlog hier oben an und dann, ja, erzähle ich euch, was es mit dem Buch auf sich hat. In dem Video ist mir der Ton ein bisschen leise geraten. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Wenn nicht, dann guckt jetzt dieses Video weiter. Dann erzähle ich euch auch nochmal ein bisschen was über das Buch. Ich bin mittlerweile bei der Hälfte. Ich habe heute nach dem Sport in der Sonne ein bisschen weiter gelesen und ja, wie gesagt, erzähle ich später noch ein bisschen mehr dazu. Ich lese jetzt einfach mal weiter. Ich habe ja gerade nichts Besseres zu tun. Ich sitze schon wieder hier, es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber ich habe es endlich geschafft, meinen Lesemonat zu drehen. Und jetzt, ja, geht es dann eigentlich ab ins Bett, denn morgen muss ich früh raus. Ich muss ein bisschen früher los, früher arbeiten, weil die Kollegin krank ist. Ja, dafür freue ich mich auf meine Patienten. Es war jetzt echt komisch, 5 Tage am Stück nicht zu arbeiten. Naja, ich werde mich irgendwann wieder zurücksehen. Ich wollte auf jeden Fall kurz noch ein Update geben, und zwar zu Ava Reed's For Good. Ich bin über die Hälfte hinaus, und zwar auf Seite 119. Das Ganze hat um die 210, 220 Seiten. Und ich muss mal gucken. Guten Morgen, es ist Mittwoch und ich bin etwas spät dran, aber der Tag hat schon mal super gestartet. Ich habe meditiert, ich habe Yoga gemacht, ich bin top motiviert, es ist wunderschönes Wetter, die Sonne scheint und jetzt starte ich in den Tag. Es ist Abend, ich bin zurück von der Arbeit und ja, jetzt lese ich ein bisschen weiter in For Good. Ich habe noch einen Tag vor mir, ich glaube so um die 100 Seiten. Es könnte sein, dass ich die heute noch... Upsi. Es könnte sein, dass ich die heute noch schaffe. Ja, dann erzähle ich euch noch, wie ich es fand. Ich muss aber mal gucken, vielleicht schaffe ich das heute nicht mehr. Heute ist schon irgendwie viel, es war viel los heute. Ich meckere nicht, ich jammer nicht, aber es war viel los. Ich guck mal, wie weit ich das noch schaffe. Ihr seht mich, das heißt, es ist Donnerstag, und zwar Donnerstagabend. Ich habe die Arbeit hinter mich gebracht, habe zu Abend gegessen und jetzt lese ich noch die letzten paar Seiten, denn ich habe tatsächlich es noch so weit geschafft, dass ich jetzt noch den Epilog habe, die Danksagung. Und wenn ich richtig gezählt habe, 3 extra oder Zusatzkapitel, die noch drin stehen. Ich bin jetzt schon ziemlich überwältigt von der Geschichte, bin gespannt, was der Epilog noch bereithält für mich und erzähle euch dann gleich, wie es mir gefallen hat. Das Buch ist leer, ich bin voller sprachloser Worte, voller Gedanken und gleichzeitig fühle ich gar nichts. Das ist echt faszinierend. Also dieses Buch hat auch einiges mit mir gemacht. Ich habe es leer gelesen. For Good, über die Liebe und das Leben von Ava Reed. Ich muss sagen, es hat mich berührt. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe mich selber so ein bisschen davon distanziert, weil es mir schon sehr nahe geht. Einfach, es geht um sehr intensiv um die Trauer um einen geliebten Menschen, um den Tod eines geliebten Menschen. Und ich habe mich da so ein bisschen von dem, doch gerade von dem Ende so distanziert, damit ich
jetzt hier nicht völlig aufgelöst sitze und heule, weil ich mich da gerade nicht reinsteigern wollte oder reinfallen lassen wollte. Ja. Worum geht es überhaupt? Es geht um Charlie und Ben. Charlie ist Tierärztin bzw. auf dem Weg dahin und Ben ist bzw. wird Polizist. Wir erfahren, zu Beginn der Geschichte befinden wir uns mit Charlie gerade im Trauerprozess nach dem Tod von Ben. Wir wissen nicht, warum Ben gestorben ist. Wir wissen auch sonst nicht ganz so arg viel über die Beziehung der beiden, über das Leben der beiden. Aber wir kriegen immer mal wieder Hinweise, dass das Haus, in dem Charlie sich gerade befindet, das haben sie gemeinsam gekauft. Beziehungsweise mit der Zeit erfährt man noch genau, wie es dazu gekommen ist. Ben ist nicht von Anfang an Polizist, als sie sich kennenlernen, sondern Charlie war so ein bisschen Auslöser dafür, dass er Polizist werden wollte. Und ja, wir fanden so ein bisschen die Geschichte der beiden immer mal wieder aus der Gegenwart und dann aus der Vergangenheit. Die Geschichten aus der Vergangenheit waren durchaus immer wieder sehr heiter, sehr fröhlich erzählt und sehr schön, weil es einfach um die Kennenlerngeschichte geht und nicht um die Trauer, die Charlie in dem Moment quasi erlebt, sich aber immer wieder erinnert an die schönen Zeiten mit Ben. Es hält so ein paar Überraschungen noch bereit, auch noch im Epilog, wie ich gerade feststellen durfte. Und ja, ich glaube, man kann schon erahnen, worauf es hinausläuft oder zuspitzt. Am Ende erfahren wir auch, wie, warum Ben gestorben ist. Warum es vielleicht auch gerade deswegen dann recht heftig ist und Charlie nicht damit umgehen kann. Wobei es eigentlich egal ist. Immer wenn jemand stirbt, ist das furchtbar für diejenigen, die zurückbleiben. Mir persönlich war der Epilog zu viel. Ich hätte den nicht gebraucht, beziehungsweise nicht auf die Art und Weise gebraucht. Es hat sich jetzt ein bisschen, der Epilog hat sich angefühlt wie so ein Hollywood-Ende, muss ich gestehen. Der Regisseur möchte am Ende noch alles richtig und gut machen, obwohl er zum Teil eine dramatische oder traurige Geschichte erzählt hat. Und das brauche ich nicht bei Büchern. Das möchte ich manchmal auch gar nicht. Deswegen eine durchaus schöne Geschichte. Bitte mit Vorsicht zu genießen, denn wie gesagt, es kann einen doch sehr triggern oder ja, wie soll ich sagen, sehr auf eigene Trauer stoßen oder auf eigene Verluste hinweisen. Und das ist nicht immer schön, nicht immer angenehm. Und da muss man sich nicht unbedingt durchquälen, wenn man nicht möchte. Deswegen nur bei starkem Interesse lesen bitte, weil ich glaube, das ist sonst nicht so geeignet. Es hat mich ein bisschen erinnert an das Buch von Jessica Koch. Mir fällt leider der Titel nicht mehr ein. Nee, stimmt auch gar nicht. Oder? Doch, Jessica Koch. Irgendwas mit Augenblick. Der Titel ist irgendwas mit Augenblick. Da geht es um zwei Kerle und um ein Mädel und der eine ist im Rollstuhl. Naja, auf jeden Fall. Irgendwie ein bisschen hat mich der Schreibstil erinnert oder die Erzählweise. Ab und zu erschien sie mir nicht ganz so rund, sondern ein bisschen holprig. Aber durchaus die ganze Zeit gut und sympathisch und angenehm. Und ich bin gespannt auf die anderen beiden Bücher von Avery und ich bin definitiv so interessiert, dass ich mir denke, der Schreibstil hat sich garantiert auch noch weiterentwickelt. Und da freue ich mich drauf. Deswegen jetzt keine 1000 Worte mehr zu diesem Buch. Ihr erfahrt dann auch nochmal was im Lesemonat April dazu. Und ja, es ist tatsächlich Donnerstagabend und ich bin fertig mit dem Buch, das ich nicht offiziell, aber ja, in meinem Dienstagsvlog mitnehmen wollte. Gut, das heißt, die nächsten paar Tage werden auf jeden Fall ohne Kamera für mich sein, zumindest ohne Vlogging-Kamera. Und ich werde mal gucken, was ich noch zwischen reinlese. Ich glaube, ich brauche langsam mal wieder ein Sachbuch, ein Fachbuch, ein ganz anderer Roman. Nicht so viel Trauer, nicht so viel Tod, nicht so viel Leid, nicht so viel Drama. Vielleicht habe ich sowas. Ich werde mal gucken. Genau. Und dann freue ich mich, wenn ihr mir einfach gerne da lasst, ob ihr schon ein Buch von Avery kennt. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt euch auch gerne noch die anderen Dienstags-Vlogs angucken. Ich würde mich sehr freuen, auch gerne einen Kommentar dazu da lassen. Ich finde dieses Format toll. Ich selber freue mich sehr darüber,
immer mal wieder die Kamera zur Hand zu nehmen, euch was zu erzählen, wie es mir gerade so geht mit dem Buch, was ich gerade so gut oder schlecht finde. Und ich habe den Eindruck, ich bin ein bisschen näher dran. Oder ihr seid ein bisschen näher dran, je nachdem, wie rum man das betrachtet. Und das finde ich ganz angenehm. Deswegen, ja, ich bin gespannt, welches Buch es das nächste Mal wird. Nächsten Dienstag oder auch erst übernächsten Dienstag. Ich muss mal gucken. Im April ist meine Zeit sehr begrenzt. Deswegen. Tief durchatmen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Genießt die Sonne, denn die kommt jetzt hoffentlich immer öfter vorbei. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!